mir ansehen. Das musst du dir nicht ansehen. Dann los, es ist nur ein Friedhof. So. Sieh mal einer an. Warum seid ihr so aufgeregt? Das bringt mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht wirklich viel, ne? Sie wollte sich das jetzt unbedingt ansehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt hinterher wollte. Noch mehr Tote. Ach nee, das war ja eh abgeschlossen, da kommen wir sowieso nicht durch. Ich wollte gerade sagen, warum kommen die mir jetzt hier so nah? Ich habe jetzt aber auch keine Stöcke oder ähnliches. Frage ist dann auch noch, warum kann ich... Ach so, Moment, ich kann hier aber runtersteigen. Ich kann da nicht hochklettern, oder? Nee. Also das ist Episangus. Gut. Episangus und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Ich will das aber nicht ausprobieren, weil ich eigentlich schon gerne erstmal irgendwo wissen würde, wo ich hin muss. Also, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Oh. Ich will die aber auch nicht anlocken. Obwohl, vielleicht will ich sie ja nach links machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Probieren wir es mal da. Oh, okay. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Okay, okay. Und das Auswertungsmenü... Was? Ach so, das waren die Sachen, die jetzt vorher verschlossen waren. Okay. So, das heißt aber gleichzeitig, ich müsste das jetzt hier machen, um nach da hinten zu kommen, oder wie? Das gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht. So, okay. Da ist aber auf jeden Fall frei. So, hier ist eine Grube. Das heißt, die sieht aber so aus, als ob ich da rein muss. Aber ich guck mal eben hier. Verschlossen. Okay, gut. Also gut ist es nicht, aber das... Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ja, wie viel habe ich jetzt noch? 2. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Okay. Etwas, an dem sie sich hochziehen kann. Vielleicht muss sie ja da irgendwas runter machen. Gibt's da irgendwas? Nee. Oder kann ich da oben eventuell? Das kann natürlich auch sein. Okay, das ist praktisch. Dann kommen die ja gar nicht rum. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Wo sieht die denn Karren? Okay, also bis hier vorne
kommen die? So, dann gucken wir erstmal hier. Was findet... Ach, da hinten. Ah, okay, gut. Dann muss ich das jetzt vermutlich doch noch ein Stückchen weiter nach links machen. Das ist aber trotzdem nicht gut. Die laufen immer noch hier vorne rum. Ja, ich könnte sie ablenken, aber so schnell werde ich den Karren nicht verschieben können. Ich habe jetzt auch nichts, wodurch ich jetzt die Ratten kaputt feuern könnte, obwohl ich kann es nochmal. Das Problem ist, wenn ich die hier vorne rechts jetzt kaputt feuer. Kommen die rechts wieder alle hin? Das ist auch nicht gut. Oh, jetzt kann ich die nicht mehr flambieren, oder was? Das ist jetzt richtig blöd. Oh, da unten sind auch noch welche. Also ich habe ja jetzt extra Kraut bekommen, um die Ratten abzulenken. Ich weiß ja aber nicht, wie lange das Ganze hält. Das ist das Problem. Jetzt sind die auch gerade alle wieder so blöd. Verteilt. So, halt. Ich hätte drei. Das Problem ist natürlich, dass es nicht lange anhält. Die Lichtquelle habe ich auch noch, um mich zu verteidigen. Also wahrscheinlich werde ich jetzt drauf gehen, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Ich stehe hier in der Lichtquelle. Ihr könnt mir eigentlich nichts. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Du sollst schieben, ziehen. Mann, wieso macht die nichts? Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Ja, ich sag doch, ich sterbe. Ja, das war jetzt wieder wundervoll. Ein Karren. So. Ja, lass mich doch direkt in der Mitte stehen. Hochklettern. Nein, hallo? Ich wollte die Sachen, wo ich gerade vorstand, nehmen. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt ist natürlich hier wieder alles weg. Das heißt, die machen wir wieder neu. So.
kann ich nehmen. Das ist mich immer noch so ein bisschen... Also theoretisch würde ich ja da hinkommen. Ach so, da ist nochmal ein Kraut. Okay. Okay, okay. Also das ist schon mal in Ordnung. So. Die hat jetzt eben gesagt, was mir jetzt ehrlich gesagt... Ja, ich habe es gehört, ich habe es registriert, aber ich war ein bisschen panisch gerade, als ich oben war. Die hat ja eben gesagt, wir sollen die in eine Ecke drängen. Das ist auch nochmal ein Kraut. Was ist denn, wenn wir... Ich hoffe, da ist jetzt so keine Ratte mehr übrig. Wenn wir die jetzt alle nach links drängen und dann das Ding benutzen. Aber ob ich das so schnell schaffe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich versuche es gerade. Funktioniert das? Ja. Gut. Oh, okay, du hast einen sehr, sehr wichtigen und nützlichen Hinweis gegeben. Sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, ich mache das von der Seite. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Ja, nur nicht ganz so, wie ich das möchte. Aber wo soll ich denn jetzt... Ach so, ja, nach unten, genau. Ich bleib jetzt hier nicht irgendwo dran hängen. Oh, oh nein! Ups. Das war äußerst diskret. Ja, äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Ja, lauf. Schieb. Okay, Amika. Gut, dass du aus deinen Fehlern lernst. Na bitte. Es geht doch. Du schaffst das. Ich befürchte allerdings, dass hier wieder Leute sein werden. Andererseits, wenn ich hier... Nee, ich kann ja gar nichts herstellen. War hier nicht gerade auch noch was? Hm. Okay, das ist Wasser. Das sind Tote. Mein Gott, was ist hier passiert? Mal schauen. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott. Massengraben. Die Kranken. Lecker. Sie haben sie abgeschlachtet. Ich kann nichts tun. Geh mal lieber weiter. Sie haben die Ratten losgelassen. Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Da hinten ist noch was, was ich nehmen kann. Ich glaube, es war Kraut. Ja, okay. Das heißt, wir werden wohl gleich etwas davon brauchen. Da mache ich mal vorsichtshalber auch nochmal was. Was der Typ jetzt hinter hier gerade war. Riesenbiester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu klicken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch auf. Oh, Doris, ich könnte es versuchen. Was war das? Entschuldigung, das war jetzt nicht das, was du machen solltest. Gut, mit dem anderen wird es vielleicht einfacher gegangen. Wird es vielleicht einfacher gegangen, genau. Okay, wir machen einfach mal Odorus. Jetzt so im Nachhinein.
Da ist aber noch was. Haben wir denn noch genug? 5 Stück insgesamt, okay. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Oder auch nicht, ne? Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Also eigentlich muss ich den ja nur platt machen, ne? Genug. Jetzt bringe ich euch das. Ich denke, dass Odorus da wahrscheinlich auch geholfen hätte. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte mich jetzt erstmal hier in Ruhe umsehen. Ja, ich denke mal, ich hätte viel mit Odorus machen sollen, weil ich krieg nämlich hier überall die Kräuter. Aber egal. Oh, da hinten ist der Typ. Der hat nicht mitbekommen, dass dem schräg gegenüber sein Kumpel gefallen ist. Das ist gut. Das ist wiederum schlecht. Was war denn das für ein Schwachsinn, was du da gerade gemacht hast, Mädel? Okay. Also, da ist auf jeden Fall eine Feuerquelle. Okay, machen wir das erstmal so. Das Ibisango ist die Käfige. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Ach, der hat da das Licht. Das ist natürlich schlecht. Die Frage ist, würden die da auch hinflitzen? Aber das Licht ist wahrscheinlich so gestellt, dass sie da gar nicht erst drumherum kommen. Ihrer. So. Da war noch was. Und ich habe mich eben schon gewundert, mit wem der gesprochen hat, weil doch gar keiner mehr da war. So, links ist nichts. Aber ich befürchte, dass wir rechts an den Ratten vorbei müssen. Da könnte ich drüber. Das bringt mir aber, glaube ich, nichts, oder? Nö, was sollte mir das bringen? So, jetzt ist die große Frage. Ich muss da geradeaus.
Wenn ich euch jetzt hier in die Ecke locke, kommt ihr dann hinten raus? Geht's noch? Ihr könnt doch gar nicht hier rum. Hallo? Und gehen die jetzt nicht weiter? Nein! Oh, ist das nicht... Ist das jetzt euer Ernst? Na gut, okay, müssen wir es nochmal machen. So, Mistviecher. Okay. Tut mir leid. Weiß ich? Wasser! Oh nein, trink das nicht! Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Das wollen wir doch hoffen. Immerhin hat es ja eben schon gesagt, sie ist schon da. Eieiei. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Okay. Das dürfte dann die Universität sein, nehme ich mal an. Die Frage ist nur, muss ich die jetzt hier alle erledigen? Das wäre nämlich jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Okay, ich muss hier runter. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss sie tatsächlich erledigen. Ich probiere es erstmal von oben mit der Schleuder. Geht doch so. Cool. Ja, super. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann steht jetzt rechts noch einer mit Schild. Da könnten wir die aber, naja, mit Feuer. Da müssten wir dann das Feuer ausschalten. Der Zoo. Okay, er geht aber irgendwie so komisch in meine Richtung. Geht er doch in die Richtung? Ja. Kann er sich mal entscheiden? Die sind bestimmt weg. Muss mich hier nicht verausgaben.
Okay, die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Muss ich da die Treppen hoch? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Da hinten die Seite, die ist zu. Aber ich denke mal, dass ich den Typen auch noch unter die Erde bringen muss. Wegen dem Feuer. Okay, das heißt, den muss ich auf jeden Fall so killen. Wo kam das her? Warte nur, bis ich dich finde. Wieso hat der eben nicht getroffen, als ich direkt auf den Kopf gezielt habe? Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Okay, also wegen dem Feuer kommen die nicht hier hin. Das ist für mich natürlich gut. Aber schlecht wegen dem Typen jetzt gerade. So, der hat eine Fackel in der Hand. Das heißt, den muss ich auf jeden Fall auch ausschalten. Das ist aber, glaube ich, der letzte. Okay. Du sollst den Kopf treffen, hallo. Vorräte. Auf die glänzenden Rüstungen falle ich jetzt nicht mehr rein. Ja, endlich! Scheiße, Langgruß. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab! Was zum Teufel machen die da? Dahin können sie leben. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele kennst du? Das sind zwei. Na super. Der Mann ist ein Heiliger. Ein Heiliger. Okay. Nur falls mal wieder was daneben geht. Das wäre mir aber natürlich lieber, wenn ich mit einem Krug was machen könnte. Das ist auch schlecht. Schätze, ich muss die echt beide überwältigen.
Lärm gehört. Ich sehe nach. Ausschau halten. Siehst du das auch? Hey, ihr da! Komme gleich wieder. Nein! Warum nimmt ihr das nicht mit dem Ausweichen an, verdammt? Es ist zum Kotzen. Also, ich denke mal, dass wir es wahrscheinlich eher nicht schaffen, da reinzukommen, weil mit den Schwertern... Schwerter mit den Schilden. Was zum Teufel machen die da? Ist das natürlich Mist. Scheiße. Sind die jetzt schon ich rüber? Ich dachte wirklich, nee. Ich hau einem der Alchemisten eine rein. Leg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Also, da das so immens schwer geschützt ist. Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Ich mache nur für alle Fälle auf jeden Fall einmal noch mal was rein. So, jetzt ist die Frage, ne, das ist ein Krug, ne, den habe ich aber noch. Gehe ich dann lieber nicht extra hin. Oh, da ist so viel zum Looten. Ich hoffe, hier ist keiner. Nee, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Ja, super. Ich würde aber gerne looten. Der rechte hat definitiv keinen Helm auf. Der linke, meine ich, hat einen auf, wenn ich das richtig sehe. Was zum Teufel ist das? Ich hoffe, die haben das jetzt nicht mitgekriegt. Was ist das denn? Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Ja, super. Wegen einem Schachbrett gehe ich jetzt hier rein. Schachbrett. Ein Schachspiel aus Massivholz. Dieses Spiel wurde während des Mittelalters immer populärer. Zuerst nur unter den Adligen, später auch in allen anderen Gesellschaftsschichten. Um die Entstehung des Spiels ranken sich viele Mythen. Die allererste Version soll zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert in Asien entstanden sein und sich im Nahen Osten weiterentwickelt haben. Als es schließlich im 10. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand, soll sich die jetzige Version herausgebildet haben. Okay. Nehmen wir das Zeug auch mit. Ah, jetzt ist das schon mal voll. Aber okay, immerhin haben wir jetzt noch ein bisschen was gefunden. Und, was natürlich noch besser ist als das, was wir hier gefunden haben, da ist nichts mehr. Wir haben eventuell einen Eingang gefunden. Es sei denn natürlich, dass ich jetzt daran rumrappel und nicht reinkomme. Das kann natürlich auch passieren. Oder auch nicht.